willkommen zur 8. Folge. Ist es die 8? Ich schau mal gerade. 2, 4, 6, 8. Ja, zur 8. Folge des Motorsports Manager. Wir befinden uns dieses Mal in England in Guildford. Ja. Und wir müssen hier endlich mal wieder ein bisschen Gas geben. Weil wir sind schon ziemlich weit hinten. Wir sind eigentlich so gut wie pleite. Und das ist einfach nicht gut. Bin mal gespannt, das ist eine sehr kurvenreiche Strecke. Was uns hier erwartet. Wohl zum Teil ein alter Flugplatz, so von den Markierungen auf den Straßen. Reifen. Ja, wir nehmen mal die Weichen. Was ist denn für die Kurvenfahrt besser? Harte Dämpfer. Abtrieb, damit man schnell durch die Kurven kommen. So würde ich das jetzt mal machen. Harte Einstellung. Soft. Also müssen wir hier auch noch ein bisschen weitergehen. So würde ich es jetzt erstmal probieren. Im Training. Und dann sehen wir ja, wie gut das funktioniert. Das Wetter ist okay. Instinkt. Machen wir 8 Runden wie gehabt. Ich möchte ja ein bisschen, dass die auch Erfahrung sammeln. Und dann gucken wir mal. Streckenlänge ist recht haarig, allerdings ist die Strecken, also die Anzahl der Runden dafür umso geringer. Wir machen einen Long Run auf Mittel. Und diesmal sind wir ein paar der wenigen, die auf roten Reifen unterwegs sind. Erste fliegende Runde. Ach, deshalb ist das so langsam. Ich habe mich schon gewundert, weshalb die so langsam fahren. Okay. Getriebe passt bei ihm. Und bei Vidal passt es nicht. Der muss, der braucht eine höhere Übersetzung. Bei ihm auch.
Dann gehen wir jetzt mal hier aufs Ganze. Und dann sehen wir ja gleich, wie das alles funktioniert. Ja, seht mal, sobald sie wirklich mal Gas geben, sind sie vorne mit dabei. Oh, Vidal hat sogar Amanda Dings da überholt. Und Vidal fährt nochmal seine persönliche Bestzeit. Zumindest in zwei Sektoren. Jetzt machen die Reifen schlapp, ja, ist ja klar. Dann holen wir die beiden mal lieber rein. Aber die waren trotzdem eine Minute langsam, eine Sekunde langsamer wie die anderen. Ist ihm zu wenig. Kriegt noch mal einen roten Satz. So, Karl Gianti ist eigentlich soweit zufrieden. Kriegt auch ein bisschen mehr Topspeed. Ein bisschen mehr Kurvenneigung. Ja, auf die Hinterachse lassen wir es mal. Auf die Vorderachse gehen wir ein bisschen runter. Wir probieren es. Sie sind eine Sekunde langsamer wie Chapman. Das ist schon ein Steckenpferd. Mehr Topspeed findet Vidal gut. Fahrverhalten ist auch besser geworden. Dann würde ich sagen, sind wir gerüstet. Okay, da bin ich noch ein längeres Getriebe. Vidal will noch mehr Topspeed. Verbessert seine Zeit. Ja, so kurvenreiche Strecken scheinen meinem Team gut zu tun. München war auch gut. Das habe ich wieder nicht aufgepasst, was sie wollte. Vidal ist nur 4 Zehntel weg. Cavalcanti ist eine Sekunde weg.
Ich hoffe mal, dass es in dem Rennen wieder ein bisschen besser läuft für uns. Im Training wie immer sind wir vorne mit dabei. Vidal kommt mit den Reifen deutlich besser zurecht wie Cavalcanti. Die Reifen haben sich aufgelöst bei Cavalcanti. Es sieht gut aus für diese Strecke. Ja, wir haben einen Haufen. Ja, kann es sein, dass wir uns wohlfühlen? Na, jetzt regnet es natürlich. War ja klar. Und es bleibt wohl auch so, aber wir könnten mit Intermediate starten. Ja. Oh, guck mal, Cavalcanti ist perfekt aufgestellt. Gibt noch ein bisschen Topspeed. Weniger oder mehr Abtrieb? Wenn er mehr Topspeed will, müsste man eigentlich ein bisschen hochgehen im Abtrieb. Ein bisschen weniger Abtrieb geben. So, probieren wir es mal so. Und dann geht es auch schon los zum Qualifying. Es wird wahrscheinlich das ganze Rennwochenende so sein. So, Feindeinstellung bei Lewis Leben. Bei Cavalcanti habe ich die Ding richtig getroffen. Bei Vivaldi, Vidal war leider nicht. Und beide fahren trotzdem erstmal auf. Ja. Jetzt wird's trocken. Also ich werde sie gleich auf Supersoft auf den Soft rausschicken. Ist ja logisch. Vorne ein bisschen mehr, dann müsste es eigentlich besser einwerfen.
hoffe jetzt mal, dass die beide wirklich eine gescheite fliegende Runde hinkriegen. Weil dann stehen wir ziemlich weit oben beim Start. Und jetzt fängt schon wieder das Regnen an. Aber vielleicht reicht es trotzdem. Na, wer sagt's denn? Wir stehen auf 2 und 4, Stand jetzt, 2 und 5 jetzt. Ein bisschen Regenglück. Haben wir das wirklich? Wie schaut das Wetter aus? Bleibt es regnerisch? Oder wird es nochmal schön? Es müsste noch reichen für zwei Runden. Ich krieg das mit der Luftstrom-Dings da drin nicht ganz gebacken. Zwei dürfen ihre Runde noch fertig fahren. Und sie beenden auf 3 und 5. Und das ist mal ein Paukenschlag. Ja, das ist großartig für mein Team. Jetzt gilt es nur fürs Rennen alles richtig zu machen. Ja. Und leider kommen wir mit dem nicht ganz hin. Wir starten auf 28 Runden haben wir. Dann starten wir auf den gelben. Oder wir starten auf Medium und fahren hinten raus mit den gelben. Das wird wahrscheinlich besser sein. Strategie. Erstmal aggressiv. Oder? Man muss aggressiv sein. Reifen, aber neutral. Beziehungsweise aggressiv am Anfang ein bisschen. Auf 2 und 5 stehen wir. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Und Vidal kommt gut weg. Erste Führung. Ich glaube, ich spinne. Vidal führt das Rennen in, wo ist das doch gleich? Das muss ich mir in den Kalender eintragen. Vidal führt das Rennen an.
So, wir gehen jetzt bei Vidal schon runter mit den Settings. Cavalcanti ist auf 7. So, Cavalcanti muss ein bisschen zurückstrecken und ich hoffe, dass da dann ein bisschen Platz wird nach hinten für Vidal. Dann machen wir jetzt auch ein bisschen Makro den Motor. So, die vorne sind nämlich alle auf Soft unterwegs. Das ist unser großer Vorteil. Das heißt, die müssen auf jeden Fall vor uns alle an die Box. Und dann rutschen nämlich alle meine beiden Fahrer durch. So meine Hoffnung. Aber Vidal ist schon 22 Sekunden hinten dran. Aber wenn es klappt, dann macht er nur einen Stint. Einen Stop. Und der Graf kommt von hinten und will auch vorbei. Ich hoffe mal, da passiert nichts. So, der erste war jetzt schon an der Box. Ist immer noch auf 9. Ja, wie gesagt, da müssen gleich ein paar an die Box. Und meine Hoffnung ist eben, dass der dann an einigen vorbeifahren wird. Ja, vor auf 5. Und das ist eben die Strategie, die wir fahren. Ausgewogen, ruhig und uns einfach vorspülen lassen. Der Graf muss noch an die Box, Chapman muss noch an die Box. Es wäre halt doof, wenn man den reparieren müsste. So, da gehen schon wieder ein paar in die Box. 14 Runden. Cavalcanti wird zuerst an die Box gehen. 14 Runden noch. Den muss ich nochmal auf die da setzen. Schnell. Thank you.
kommt als nächstes rein? 13 Runden. Dann lasse ich ihn noch mal auf. Nee, abbrechen. Dann lasse ich ihn noch eine Runde draußen. Und dann hoffe ich, dass er mit denen durchfahren kann. Ja. 20 Sekunden ist halt schon übel. Ich muss das Risiko eingehen. Hoffentlich geht nichts schief. Kommt auf die 18 raus. Wird natürlich keinen Stopp mehr machen. Hat gute Reifen. Sekunden, dann kommen wir vielleicht wieder auf Platz 10 vor, wenn die noch zum Stoppen gehen. Wirklich schlecht. Wir haben noch einen Satz super soft. Aber das wird uns wahrscheinlich nichts bringen, weil. Wobei. Wir gehen auf Risiko. Entweder hopp oder flop. Mein schlechter wie Platz 20 wird sowieso nicht mehr. Natürlich jetzt ganz abgeschlagen. Spielt, dass wenigstens einer ins Sponsorenfenster kommt.
Jetzt muss ich wieder mit den Reifen runter regeln, damit die Reifen durchhalten. Nein! Was? Oh, gibt's doch nicht. Jetzt, wo er dran ist. Machst du schon? Dann gibt's noch eine Runde. Nein. Mann, schade. Das war wieder sehr unglücklich. Und ich weiß wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Ja. Das stimmt wohl. Lass es uns vergessen und uns aufs nächste Rennen konzentrieren. Es sah so gut aus. Wir waren so gut aufgestellt nach dem Qualifying. Zwei Stops. Und trotzdem hat es nicht hingehauen. Ich hätte wahrscheinlich erst den Soft fahren sollen, um vorne wegzukommen. Und dann den Medium. Das werden wir so das nächste Mal probieren. Wenn wir wieder so weit vorne stehen, wird das bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, das ist halt ernüchternd. 15 Plätze, 15 Plätze nach hinten. Ja, so ist es. Egal, wir haken es ab und kommen beim nächsten Rennen wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Kommentar oder Abo da. Auf alles freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.